Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Bilder von meiner Seite. Heute geht es darum, wieder ein Squad im 4-3-3-4 zu bauen. Ja, heute fangen wir mal einfach mal mit dem Stürmer an. Und das ist der gute alte, wie ich ihn eigentlich fast immer verwende. Ja, wer hat es erwartet? Alex Horn. Heute machen wir mal das Ganze ein bisschen schneller. Und oh, ich bin gerade etwas nach unten gerutscht. Egal, man sieht immer noch alles. Bale, Gareth Bale könnt ihr natürlich wählen. Und das ist nämlich ein Team, was sehr, sehr gut ist und eigentlich stelle ich auch nur gute Teams vor, denn erstens will ich euch keinen Scheiß andrehen. Und zweitens sind es halt auch nur die Teams, die ich mir teilweise baue. Meistens habe ich sie in dem Moment schon wieder verkauft, weil ich mir sehr viele Teams baue. Und ja, hier ist unser Mann Mathieu. Mathieu Modric haben wir jetzt schon. Hier den Kech, da ist er ja, der Petre, genauso wie Laurent Koscielny, auch ein Upgrade erhalten, also das Team kann auf jeden Fall was. Und Azpilicueta ist dann auch unser Mann, genauso wie Ramsey. Und ihr seht das Team ja, also ich denke mal zu den Reviews, ich werde jetzt kein Review zu geben, aber es passt halt schon ziemlich gut zusammen, das Team. Und ja, es ist halt so ein bisschen anders als andere Teams. Und ich würde es auch prinzipiell, wie immer, jedem empfehlen. Und das ist halt auch ein Team, was, oh, scheiße, was ziemlich auf Leistung spielt. Sorry für diesen verfuckten Ton gerade. Und ja, heute ist auch mal wieder mein Studiomikrofon dran. Leider noch nicht das neue, was ich mir eventuell Richtung Juli zulegen werde. Das könnte nämlich das Rode NT1A sein. Aber das kommt im Real Talk und ich sage bis zum nächsten Mal. Gönnt euch dieses Team, es lohnt sich wirklich. Wenn ihr die Coins habt, 234k bis jetzt. Gareth Bale, definitiv Game Changer, genauso wie Modric und Lacazette, Sanchez an einigen Stellen. Mehr als das. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.